Der Österreicher Nico Gruber sichert sich die Pole für das 5. Saisonrennen der ADAC TCR Germany am Hockenheimring. Jan Seifert im Hyundai und Felix Wimmer im brandneuen Cupra Leon auf den Plätzen 2 und 3. Beim Start bleibt Gruber souverän vorne, Jan Seifert dahinter in Schlagdistanz. Felix Wimmer wird dagegen gleich von Antti Burri kassiert und verliert anschließend weitere Plätze. Der Cupra läuft überhaupt nicht rund an diesem Tag. Dann eine Einlage von Harry Salmin, der innen rein will. Es kommt zum Kontakt mit Simon Latniak, ein spektakulärer Drift des Finnen, der sich aber zurück auf die Strecke rettet. An der Spitze zwischenzeitlich die große Hyundai-Show mit Gruber, Seifert, Burri und Harry Protschik gleich 4 Hyundai vorneweg. Derweil muss Dominik Vogel mit Reifenschaden in die Box. Dieser Schaden zwingt ihn früh zur Aufgabe, die Gesamtführung ist damit natürlich futsch. Nach 8 Runden das Duell um die Spitze. Seifert gegen Gruber und Seifert zieht hier cool vorbei, während Gruber anschließend gleich in den nächsten Zweikampf muss. Harry Protschik, der Ex-Meister, kocht Youngster Gruber hier ab und sichert sich Platz 2. Gruber danach mit großen Problemen, wird bis ins hintere Drittel durchgereicht. Kurz vor Rennende, Albert Legutko im Honda greift nochmal René Kirche an und geht vorbei auf Rang 3 und damit auch aufs Podium. Jan Seifert holt sich seinen ersten Laufsieg, Platz 2 und damit auch die Gesamtführung geht an Harry Protschik.